Bauen wir mal 4 Truppen Grenadiere als nächstes. Wir sind inzwischen im Jahr 1808 angelangt übrigens. Alexander von Humboldt, sehr schön. Soll ich gleich 15 Prestige nehmen oder monatliches Prestige, aber Ideenpunkte. Ich habe eigentlich genug Prestige, oder? Ideenpunkte bis Dezember 18.9. Wir sind im Dezember 18.8. Da würde ich also insgesamt 20 Ideenpunkte bekommen. Und ein bisschen Prestige, ganz, ganz wenig. Obwohl, ja. Oder gleich 15 Prestige. Nehmen wir gleich das Prestige. Und meine Flotte wächst und wächst. Das ist eine sehr positive Entwicklung. So, Flotte bitte auswählen. Aber ich glaube, mit Großbritannien mithalten wird wohl immer noch weit nicht drin sein. Nein, eindeutig nicht. Aber mit Frankreich kann ich schon mithalten und auch sonst. Wie ist denn meine Landtruppenqualität eigentlich? Auch recht gut. Meine Flottenqualität, naja, geht so. Aber meine Qualität der Landtruppen ist durchaus nicht schlecht. Das freut mich natürlich auch. So, jetzt brauche ich vielleicht noch ein paar Kavalleristen mal, oder? Schwere Gardekavallerie gleich. Und dann noch ein paar Artilleriebatterien. Und dann habe ich fürs Erste, glaube ich, mal genügend Armeeeinheiten gebaut. Ich habe meinen Waffenstillstand mit Dänemark ist schon wieder vorüber, oder wie? Dann würde ich sagen, nichts wie auf in den Kampf. Oh, hatten die jetzt Verbündete? Habe ich das jetzt vollkommen übersehen? Bin ich so dumm? Oh Gott. Oh Gott, habe ich mich jetzt mit Frankreich angelegt. Ich muss gleich nochmal den Speicherstand laden. Frankreich. Okay. Ihr versteht, glaube ich, dass das jetzt einfach voreilig war, weil ich nicht gedacht habe, dass sie Verbündete haben und dass ich kurz den Speicherstand laden werde. Ich weiß, das ist fast in gewisser Weise Cheaten, aber... Entschuldigung, ich meine... Es ist doch ganz klar, dass ich mich jetzt nicht mit Frankreich anlegen wollte. So. Okay, also Dänemark werde ich wohl nicht so schnell erobern können. Gut, was habe ich hier jetzt verpasst? Meine Armee muss ich nochmal nachbauen. Und da wollten wir ein paar schwere Garde-Kavalleristen. Gut, und mit Dänemark geht also... Kein Krieg mehr mit Dänemark möglich. Mit Schweden wäre noch Krieg möglich. Aber brauche ich den? Ich kann da nichts mehr erobern und die Provinzen sind jetzt auch nicht so viel wert, dass ich das auszahlen würde. Nein, ich lasse das. Also fürs Erste kein Krieg mit Dänemark oder Schweden. Dann schaue ich, dass ich noch meine Armee fertig bringe und mit Österreich den Krieg anfange. Bevor auch Österreich einer Koalition beitritt, weil dann wird es wirklich schwer für mich. Dann muss ich fast auch einer Koalition beitreten. Und ich habe so viel Geld, ich kann mir noch mehr Großschiffe leisten. So, was sind hier die ganz teuren? Bauen wir von denen mal noch ein paar. Gut, jetzt ist mein Geld auch wieder weg. So schnell geht's. Aber auf sie können wir inzwischen doch auch was ausrichten, immerhin. Wenn auch vielleicht nicht so viel. So, und dann letztes Mal bauen wir noch Einheiten, nämlich Artilleriebatterien, so viele sich noch ausgehen. Die werden jetzt vermutlich vom Geld her ein Problem, oder? Nein, nicht einmal. So, so viele gehen noch.
Dann warten wir jetzt noch auf diese Artilleristen und sobald die alle fertig sind und alles andere fertig ist, werde ich meinen alle Armeen in eine Provinz stellen und zusammenschließen und dann teilen, 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 bis wir ausgeglichene, starke Armeen haben. Also werde ich das halt mal machen, wie ich es immer tue. Wie groß ist denn inzwischen unsere Armee? Ja, das interessiert mich immer. So, und jetzt bitte die Armeegröße mal korrekt. 238.000, wir sind schon über Österreich angelangt. Nur Spanien, Russland und Frankreich haben noch größere Armeen als wir gegenwärtig. Und unsere wird gleich nochmal ein kleines Stück größer. Also wird es wohl bald Krieg gegen Österreich geben. So, die eine Armee in Schweden oben lasse ich. Sämtlichste andere Armeen, die ich gerade habe, dürfen sich jetzt mal hier in Berlin oder in der Nähe von Berlin versammeln. Ihr bleibt mal lieber dort. Ihr geht mal dorthin. Und ihr geht mal dahin. Und alles da unten geht bitte mal dahin. So. Ja. Berlin. Gut, und dann werde ich, wie gesagt, gleich alle Armeen, die ich habe, zusammenschließen. Und teilen, teilen, teilen. Und einfach mal ein paar schöne Einheiten daraus machen. So, hier hinten steht nirgends mehr eine Armee. Sehr gut. Hier unten auch nicht. Hier hinten noch eine. Okay. Na gut, die holen wir auch noch kurz, oder? Warum nicht? So. Rüber da mit euch, Flotte. Aufs Boot, bitte. Und zurück nach hier. Währenddessen können wir hier schon mal ein bisschen zusammenschließen anfangen. Große Armee. So, immerhin erleidet auch noch niemand Abnutzung. Ihr dürft auch schon mal nach Berlin gehen. So. Und jetzt. Sämtlichste Armeen, die wir hier haben, auf nach Berlin. Dass wir gleich Ultra-Abnutzung erzeugen in Berlin. Für kurze Zeit aber nur. So. Und zusammenschließen. Und in zwei. In zwei. Auf nach dort. In zwei. Auf nach dort. Auf nach dort. Auf nach dort. Eine ausgeglichene, schöne Armee. Also vier eigentlich jetzt. Jetzt brauche ich vermutlich einigermaßen Truppen, oder? Nein, ich brauche nicht mal Truppen zum Verstärken. Gut, dann soll ich mich jetzt mit Österreich anlegen. Das ist die große Preisfrage. Oder soll ich vorher noch meine Armee noch ein wenig mehr ausbauen? Wir haben noch genügend Mannstärke und wir hätten auch noch Gewinn. Naja, warum sollen wir dann nicht bauen? Hoffentlich geht einfach Österreich jetzt nicht in ein Bündnis und hört nicht den Krieg gegen die Osmanen auf. Denn beides wäre sehr schlecht für uns. Dann rekrutieren wir für die vier großen Armeen nochmal jeweils... Tja, was eigentlich? Erstmal hier vielleicht ein bisschen Anführer verteilen. Die haben Anführer. So, haben jetzt alle Minenanführer? Ja. Eine neue Idee können wir nehmen. Monatliche Ideenpunkte. Sehr schön. Und damit haben wir dann alle Preußen-Ideen schon mal. Gut, und jetzt rekrutiere ich nochmal für jede Armee was eigentlich? Gardisten, Infanteristen. Das müsste erst überall ausgeglichen sein. Ich glaube fast ein bisschen mehr. Obwohl, haben wir nicht eigentlich schon genug Armee? 256 gegen Österreich mit 149. Das müsste sich schon ausgehen. Probieren wir es. Ich speichere da vorher nochmal. Und ich verspreche, ein Krieg gegen Russland oder Frankreich wird in diesem Display nochmal kommen. Also, da ich den jetzt gerade abgebrochen habe, wer sich da geärgert hat, weil er gerne, weil er mich gerne verlieren gesehen hätte, kann ja auch sein. Das kommt schon noch. So, und jetzt
erkläre ich mal den Krieg gegen Bayern. Die sind verbündet mit Österreich, soweit ich weiß, und sonst niemandem, oder? Ja. Oder gegen das Reich? Nein, das ist direkt verbündet. Versuchen wir mal zuerst Bayern zu erobern. So. Österreich hat das Militärbündnis geehrt, damit sind wir jetzt im Krieg mit Österreich. So, das kann spannend werden. Ich teile meine Hauptarmee hier in zwei funktionelle Gruppen, nenne ich es mal. Eine davon wird hier am Anfang gegen Bayern operieren. Kann ich mit Bayern eigentlich separat Frieden schließen? Hoffentlich. Ja, wir werden es ja sehen. So, ihr geht dann mal nach Frankfurt. Ihr geht nach Würzburg. Sehr schön. Alles sehr schön. Die Frage ist auch, will ich Bayern zu meinem Vasallen machen oder es annektieren? Annektieren wird schon besser aussehen, denke ich mal. Ja, ich annektiere es. Also wird sich nicht alles auf einmal ausgehen, aber so viel schon geht, werde ich annektieren. Sollen wir stürmen, oder? Schweden hat uns den Krieg erklärt. Herrlich, liebe Schweden. Das war eine wirklich blöde Idee von euch. Wobei, ich könnte sogar wirklich Schwierigkeiten bekommen, jetzt mit 26 Truppen mich zu verteidigen. Falls Schweden denn eine große Armee hat. Das werden wir gleich sehen. Falls das Spiel mich das sehen lässt. Schweden hat 40 Truppen. Dementsprechend muss ich wohl Truppen nachbauen und nach Schweden liefern. Und damit fange ich lieber gleich mal an. Wo es eben geht. Bauen wir erstmal ein paar Grenadiere. Ein bisschen Garden. Und wenn sich's noch ausgeht, ja, noch ein bisschen Artillerie. Und da schicken wir dann alles als Unterstützung dorthin. Schlacht von Kissingen, okay. Als erstes wäre es wohl mal relativ wichtig, dass ich nur noch gegen Österreich kämpfen muss. Deswegen werde ich jetzt eben mit zwei Armeen gleich auf einmal nur gegen Bayern und das Heilige Römische Reich mal vorgehen. Und bevor die hier lange herumnerven, vernichte ich sie lieber gleich. Würzburg hat viele Verteidiger, da greifen wir, also stürmen wir lieber nicht. So, und die Sachsen erweisen sich doch als sehr nützlich, muss ich durchaus sagen. Indem sie hier, ja, vieles erstürmen und auch sonst einfach hilfreich sind. Würzburg gehört schon uns. Dann sehen wir wirklich, dass wir mal als erstes Bayern aus dem Spiel, also nicht aus dem Spiel, aber aus dem Krieg rausbekommen. Annektieren. Können wir sie? Anscheinend sogar. Ja, wir werden sie annektieren können. Na, sehr schön. Bayern annektieren ist natürlich eine wunderbare Sache. Aber ich habe keine Ahnung, was Österreich eigentlich gerade macht oder vorhat. Hier gehen wir mal nach Prag. Und ich schaue, dass ich immer zwei Armeen relativ nahe beisammen lasse. Einfach damit die sich gegenseitig schnell helfen können. Falls das denn nötig wird. Und das könnte es ja durchaus mal werden. Die Frage ist doch, welcher Koalition oder welcher Allianz wollen wir beitreten? Wollen wir gegen die Franzosen irgendwann kämpfen oder gegen die Russen? Weil der anderen Koalition werden wir dann logischerweise beitreten. So, in Jöpkö, Bödürö, Bödürö, Rötöp, Rötrö.
haben wir gewonnen. Und die gehen nach Boras mit komischem A-Ring. Was auch immer. Und dann verfolgen wir sie hier eben nach Göteborg, wenn sie meinen. So, Schiffe sind offensichtlich... Nein, sind noch nicht alle fertig. Wir